gehen wir mal ins Auenland. Geiler Boden, würde ich sagen. Oh. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Mich hat es heute nach Oberammergau verschlagen und zwar in den Bikepark Oberammergau. Bei strahlendem Sonnenschein. Guckt euch das bitte an. Ein absolutes Traumwetter. Ein bisschen kühler, es könnte ein bisschen wärmer sein. Hier in der Sonne geht's. Ich bin sehr gespannt, was die Lines so für uns übrig haben. Es hat die letzten Tage doch ordentlich geregnet. Es soll sehr wurzelig sein. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Nehme euch wie immer sehr gerne mit und wir schauen es uns gemeinsam an. In diesem Sinne, seid lieb zueinander. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Geht, kann man fahren. Hier schön mit dem Easy Loop System. Ich glaube, mega einfach. Ich benutze es heute zum ersten Mal. Es ist ein bisschen skurril. Ich bin zwar schon das ein oder andere Mal mit Anker gefahren, aber heute das erste Mal mit diesem Easy Loop Schlepplift. Aber ich muss sagen, funktioniert ganz gut. Ich habe hier vorne noch mir mal einen Schutz an den Lenker gemacht. Ich glaube, den hätte es gar nicht gebraucht. Ja, coole Sache eigentlich. Also, Teil 1, Flow Trail. Schauen wir mal. Der Scott Bike Park in Oberammergau ist ein kleiner, aber feiner Park in den Bayerischen Alpen mit 7 natürlich gebauten Trails in allen Schwierigkeitsstufen. Und mit 30 Euro für das Tagesticket gehört er definitiv zu den günstigeren Spots in Deutschland. Holzelemente, Hasenrad drauf, sehr schön. Oh, nett, nett. Sehr geil. Ja, schön, schön, wenn man weiß, was einen erwartet hier. Wenn man weiß, was kommt, dann kann man sie schön laufen lassen. Gut, gehen wir mal ins Auenland. Der kleine Hobbit ist mit 1250 Metern der längste Trail im Park und mit seiner verspielten Art auch der beliebteste. Laut Homepage soll er mindestens genauso viel Spaß bringen wie eine Reise durchs Auenland. Wir haben uns Frodo hier begegnet. Zack! Okay. Hier geht's alles weiter. Hoppa! Geil! Ja. Schön! Die Wurzeln sind natürlich bei dem Wetter auch sehr geil. Ja. Aber geht. Okay. Okay, die Trails sind nicht besonders lang und auf dem Papier findet man ausschließlich kleinere Höhenmeterangaben. Aber egal ob 70, 150 oder 220 Höhenmeter,
Mit einer Sache geizt keiner dieser Trails. Mit dem Spaßfaktor. Hier rein. Alles da, Wurzel setzt. Dann schauen wir mal. Okay. Ah. Er macht also schon mal seinen Namen alle Ehre. Mein lieber Mann. Da müsste eigentlich mal immer jemand stehen, der dir sagt, ach übrigens, ein kleiner Top, geht, komm mal fahren. Und zu guter Letzt wollte ich natürlich nochmal wissen, wie sich das neue Ekano während der Airtime verhält, und so wurden noch ein paar Runden auf der Jumpline gedreht. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Katharina und Benedikt, denn wir durften wieder einmal erleben, was diese SOB-Community ausmacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like und oder Abo da und unterstützt mich weiterhin, euch mit ähnlichen Videos zu unterhalten. Bis dahin, geht raus, habt Spaß und seid lieb zueinander. Ciao, ciao.